Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray Blade. Ich bin jetzt etwas abgelenkt vom Hintergrund. Und zwar stehe ich, soweit ich weiß, nicht da, wo ich gestanden habe beim letzten Another Mal. one. It seems like these shrines were important to their creators. Otherwise they wouldn't have survived for who knows how long. Oh nein, jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich jetzt den Bosskampf nochmal neu machen muss. So not everyone is dead. What a bother. Oh nee. Ja, super ausgewichen, aber trotzdem natürlich. Armor. He is part of the Golden Order. Just how did they find the valley? Nobody should have known of me coming here. Ja, also, wir müssen anscheinend alles nochmal neu machen. Das ist natürlich nicht so schön. Obwohl ich extra gespeichert hatte. Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Ich muss den sehen, so. Super ausgewichen, trotzdem funktioniert es nicht. Warum nicht? Ja, genau. Reicht wieder nicht aus. Danke für die Ausweichentaste, die nicht ausweicht. Oh. Toll, ausweichen. Super. Und er weicht wieder nicht aus. Wozu gibt es die Ausweichentaste, wenn man damit nicht ausweichen kann? Mann! Mann, 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 Mann. Also ich hatte das Gefühl, es lief schon etwas besser als beim letzten Mal, aber ja, es ist nervig, weil wenn man auf Ausweichen drückt, genau in dem Moment, wo sie ausweichen soll, sie aber dann nicht ausweicht, dann ist das doch sehr nervig. So, letztes Mal hatten wir dieses Ding angefertigt. Hier diese, das Schwert, genau. Not too shabby. Maybe I should have considered another job than Ich journeying. weiß nicht, was ich mir jetzt hier. Achso, das Probably müsste less ich mir dangerous too. aussuchen. Who am Waffe I kidding? ausrüsten. As if I could ever sit still long enough. Okay, kann ich einfach mal die Klappe halten, vielleicht? Ich meine, wir haben ja immerhin schon alles jetzt durch. Das können wir direkt mitnehmen. Sehr schön. Wir haben ja immerhin schon alles durchgespielt und wissen ja jetzt, was jetzt passiert ist in der Zeit. So, da ist der nächste. War der das jetzt mit Blau? Der war das mit Blau, okay. Zweimal Blau gedrückt, nicht pariert. Okay. Da oben ist nochmal eine Herzblume, wollte ich gerade sagen. Ja, Herzblume heißen die, ne? Herzbeeren, so. Entschuldigt übrigens, wenn ich mich heute ein bisschen seltsam anhöre, aber meine Stimme lässt gerade ein bisschen nach. Zudem habe ich schon den dritten Tag Migräne. Ich wollte eigentlich jetzt mit euch, wie gesagt, weitermachen. Nein. Wieso funktioniert das nicht mit dem Parieren? Ich habe pariert. Ja, keine Ahnung, warum es nicht funktioniert, aber es funktioniert einfach nicht wirklich. Also ich drücke im letzten Moment parieren, passiert nichts. Ich drücke etwas früher parieren, passiert nichts. Jetzt habe ich natürlich die Gesundheit auch nicht verbessert. Ich glaube, das kam erst nach dem Boss, den wir ja erledigt hatten. Konnte man da hoch? Oh.
cool. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesehen. Das ist ja cool. Neuer Rüstungsentwurf. Geflügelter Helm. Ja, geil. Dann sagen wir doch einfach mal, das Spiel wollte uns darauf aufmerksam machen, dass hier oben noch etwas ist. Oder vielleicht habe ich es doch beim letzten Mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. So, hier war, glaube ich, sonst nichts. Hey, you. Still not feeling like showing yourself? Thought so. Wie könnte ich theoretisch noch meine Bären nehmen? Me now, I couldn't blame you. Aber ich bin voll. Well, but so, dann klettern wir mal hier hoch. While following you is not the best plan I've ever had, it's better than nothing. Okay, wer von euch beiden greift mich jetzt an? Beide, das ist immer blöd. Boah, zweimal parieren hintereinander geht leider nicht. Okay. Ja, wenn sie im Schlag ist, kann sie nicht parieren. Das ist das Problem. Your life ends, mine continues. Toller Spruch. Naja. Gut, haben wir hier hinten noch irgendwas gehabt, außer dem einen zum Einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Dann sammeln wir das hier noch kurz ein. So, wir konnten noch irgendwie sprinten, genau. Da hinten links kamen wir ja nicht durch, haben wir schon festgestellt. So, wer von euch beiden... Oh. Wow, okay. Das war nicht so gut pariert. Trotz Parieren zu drücken. Also ich verstehe es bis heute noch nicht. Komm. Komm, Kleiner, komm. Genau in dem Moment vorher pariert und trotzdem hat er es nicht angenommen. Du solltest eigentlich X drücken. Aber ich konnte kein X drücken, das war mein Fehler. Eieiei, okay. So. Dann nehmen wir hier noch das Ding. Und dann machen wir jetzt nochmal den Bosskampf, der wahrscheinlich genauso bescheiden wird wie beim letzten Mal, nehme ich mal an. Achso, da kann ich noch was looten. Sehr schön. Ja! Kam ich hier nicht durch? Moment. Ja, ich weiß, dass du hier bist. Aber wo bist du dann hin? Das ist die Frage. Der ist hier und dann ist er wieder weg. Na gut. Achso, nimm den Kompass aus den Lager. Achso, das war das. Ich, ja, okay. Oh, mein Kompass! Ich wollte den gerade schon drücken. At least you aren't broken. Seems like the Golden Order understands your importance. Wissen wir. With you, it shouldn't be that hard to find a way out of here. So, und jetzt bitte die Klappe halten, weil ich muss mich konzentrieren, Mädel. Though you don't seem to share my admiration. What a shame. Ja. Parieren funktioniert wieder wunderbar. Okay. es hat ein bisschen besser funktioniert als beim letzten Mal. Ja. Was haben wir denn da genommen? Ich meine, wir hatten die Gesundheitsaufwertung genommen. So, das hatte ich ja schon alles vorgelesen. Mehr können wir hier nicht machen. Ist dann auch komplett... Oh, es scheint ein Opfer gewesen zu sein. Ist auch doch komplett aufgefüllt. Die sind voll. Gut, dann sind wir jetzt nach knapp 10 Minuten wieder da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Was war das? Hallo? Ich weiß es nicht. Einen Spiegelpilz nehmen wir mit. Da kommen wir anscheinend nicht hoch. Okay. Treiben lassen. Folge weiter dem mysteriösen Begleiter. Machen wir doch.
Beziehungsweise, nee, das war die falsche Taste. Ah ja, da stammt man ja nie da, wo man hin muss. So, geradeaus und dann rechts müssen wir hin. Und direkt schon wieder Gegner vor der Nase. Okay, Hinterhaltsangriffe. Nähere dich deinem Feind langsam von hinten, indem du LS leicht bewegst, indem du einen Angriff aus dem Hinterhalt ausführen kannst. Attackiere den Feind mit, sobald er in deiner Reichweite ist. Mit Komma oder was? Der steht aber doch in meine Richtung, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt hier falsch? Ja, guck doch woanders hin, glaube ich. Ja. Okay. Hallo? Spiel? Dein Ernst? Ja, und wie freue ich mich. Das Spiel hat sich aufgehangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem letzten Update zusammenhängt, dass da irgendwie Probleme mit reingespielt wurden oder aus welchem Grund auch immer. Ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle, wo ich eben schon gewesen bin, als ich diese Folge angefangen habe. Ja, ihr müsst euch den Kram natürlich jetzt nicht noch ein drittes Mal angucken, deswegen schneide ich die folgenden Teile mal eben raus. Ja, das Spiel möchte, dass ich hier runterkletter. Wahrscheinlich, weil das Spiel weiß, dass es hier immer wieder Bugs gibt, wo man rausfliegt. Weil hier gibt es nämlich einen Schrein. Wobei, ich meine, das ist der, wo wir schon gewesen sind. Ja, natürlich, das ist der, wo wir schon gewesen sind. Okay, das ist mal was Neues. Also wir können jetzt hier abkürzen, wenn ich das richtig sehe. Um dann quasi auf die gleiche Ebene zu kommen. Das ist natürlich klasse. Was aber leider nichts daran ändert, dass wir jetzt doch darum weiter müssen. Also da, wo wir eben aufgehangen, wo sich eben aufgehangen hat. So, dann mal schauen. Schaffen wir das? Muss natürlich langsam erstmal ran. Komisch, dass es keine Schleichentaste generell gibt. Und er friert sich wieder an der gleichen Stelle ein. Ja, ich schätze, ich werde dann wohl doch auf ein Update warten müssen, weil so ist das Spiel natürlich unspielbar, wenn ich noch nicht mal den nächsten Gegner erledigen kann. Also es tut mir wirklich... Oh, oh, oh! Ich nehme alles zurück. Okay. Diesmal hat sich das Spiel nicht aufgehangen. Ich weiß nicht, warum es überhaupt hier tendenziell sich immer wieder aufhängt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesmal... Ich will jetzt nichts triggern, aber dass wir diesmal hier weitergekommen sind. Was ist denn das um Leuchten? Pflastergras. Okay, ist es das, wonach es sich anhört? Oder da unten können wir uns nochmal heilen. Da müssten wir auch rum, ne? Herzen sind bereits voll. A closed gate. But it seems like you want me to go through here? Well, luckily you've got the best explorer at your service. One of the front parts is missing. Some kind of mask? Maybe if I find it and insert it here, it could trigger an opening mechanism. Hey, any clue where that could be? Ich weiß nicht, was sie jetzt mit Maske meint, aber okay. Dann schauen wir mal eben auf der Karte. Also da ist, keine Ahnung, was da ist. Findet das fehlende Torteil. Ah, ich sehe es übrigens auch gerade. Also wir können einen Fluxpilz mitnehmen. Eine Karte haben wir gefunden.
Ja, aber den Fluxpilz, den habe ich doch eben mitgenommen, als ich in der Höhle entlang gelaufen bin. Das habe ich auch beim dritten Versuch wieder gemacht, wo er sich eingefroren hatte. Wiedergeburtsschreien fehlt uns noch einer theoretisch. Anpassungsfarbe. Ja, was auch immer das heißen mag. Okay. Der sieht aber nicht gut aus. Ist jetzt aber richtig, dass ich hier rum muss, ne? Da hinten rechts so. Okay. Ah, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hab die richtige Taste gedrückt und trotzdem kriegst du keinen Schaden richtig ab. Nein, das war die falsche. Das war die richtige. Trotzdem hat es nicht funktioniert. So. Schwertkämpfer irgendwas haben wir drin. In die Richtung müssen wir. Ich will mir hier aber gerade nichts ansehen. Leute. Was soll ich mir denn ansehen? Keine Ahnung. Ich will hier erstmal weiterlaufen. Oh, my, oh my. This is gigantic. Unfortunately, I doubt this is my way out anyway. And even if, I can't suddenly grow wings, can I? Well then, keep your secrets. Okay, die Frage ist, kommen wir da überhaupt drüber gesprungen oder hochgeklettert? Oh, ist schon wieder so ein Viech hier. Ja, ist ja super ausgewiesen. Klasse. Aber so geht's auch. Also das scheint doch keine Bosse gewesen zu sein. Ich dachte, das wäre ein Boss. My experience has taught me that caves hide dangerous monsters 90% of the time. The other 10% are the reason why I enter them anyway. Let's just hope you don't want to kill me all of a sudden. Mhm. Durchsuche die Höhle nach dem fehlenden Torteil. Also war das noch gar nicht der Boss? Moment, haben wir hier, ich wollte gerade sagen, wir haben hier doch gerade noch eine Blume gehabt. Beziehungsweise eine Beere. Damit wir erstmal volles Leben haben. Du siehst mich nicht, wenn ich hier hinterstehe. Du kannst mich gar nicht angreifen, wenn ich hier hinterstehe. Na gut. Greifen wir dich trotzdem mal an. Aber ausweichen kann sie nicht, wenn sie hier in der Mitte steht. Das ist schlecht. Okay. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Wenn ich irgendwo hier stehe, dann versucht sie genau in die Richtung auszuweichen und nicht einfach in die andere. Puh. Na gut. Hallöchen. Nein, du solltest ausweichen. Ich habe auch rechts gedrückt. Except maybe that one time when I got banned from that small pub. Well, not like I wanted to return there anyway. That village had nothing to offer. Okay, was zugegebenermaßen ein bisschen nervig ist, ehrlich gesagt, dass man die Sachen immer hört, die einen wahrscheinlich jetzt für einen jetzt wichtig wären, während man am Kämpfen ist und überhaupt gar nicht lesen kann nebenbei. Das ist mir jetzt auch schon öfter aufgefallen. Ist ein bisschen doof, dass das dann nicht erst nach dem Kampf kommt. Hier können wir gar nichts machen, ne? Ach so, da war das gerade das Teil. Ah, das war das Teil. Kehre zum Tempeltor zurück und füge das fehlende Teil ein. Sehr schön. Aber ich will jetzt nichts triggern oder oder sonst was. Aber ein Boss war hier auf jeden Fall nicht drin. So wie das jetzt gerade rüberkam. Dafür die zwei Viecher. Bin ich jetzt eben... Ich bin eben hier runtergekommen. Komme ich hier wieder hoch? Ja, noch ein Stückchen. Weißt du, schwere Rüstung an, nehme ich mal an. Kann sich nicht so bewegen. Aber wir müssen trotzdem mal... ich weiß auch nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre, wenn ich jetzt da hinten alles noch durchsuche. Komme ich hier überhaupt hoch? Moment, da ist der Typ. Ah, ne, hier. Ich meine, klar, natürlich, die könnten jetzt theoretischerweise...
irgendwas in den Kisten drin haben. Aber wo setze ich jetzt das Teil ein? Kann ich hier hoch? Ah, Moment. Das ist aber wirklich auf der anderen Seite. Okay, da. War das doch das, was so am Flackern war, was ich gesehen hatte? Sehr schön. Eine neue Welt haben wir freigeschaltet. I knew it. Always the same with these doors. An invisible guide, forgotten ruins with cryptic doors. Maybe I should come back someday with better equipment. But then, no touching crystal spires. Okay, das heißt, wir haben hier eine etwas größere Welt wieder. Wir müssen im Prinzip immer geradeaus. Warum hakt das Spiel heute so? Also vor dem letzten Update lief es wunderbar, aber heute hakt es irgendwie ziemlich. Die Frage ist, warum? Da können wir nämlich nicht weiter, dann gehen wir mal hier rum. Na, irgendwas nehmen? Nee. Aber da können wir durch. Ja, okay. Und da hoch. Ich höre aber irgendwas da oben. Oder? Ach, die höre ich. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen... Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Kann man da rüberspringen? Ich denke schon, oder? Ja, sehr schön. Und theoretischerweise könnten wir auch da hoch. Ah, was ist das? Intium. Sagt mir jetzt erstmal so gar nichts. Oh oh. Können wir hier hoch? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Vor allen Dingen, wenn sowas Großes tot ist. Heißt das normalerweise, dass etwas noch Größeres es getötet hat? Oh, this is so beautiful. What kind of people might have lived here in the past? Their egos must have been enormous. Or they were giants. Hm. Ob das so toll ist, weiß ich nicht. Ich meine, wer so riesige Tore macht, muss ja auch irgendwas Großes haben, was er dann da drin versteckt. So, dann schauen wir noch mal eben im Tagebuch, beziehungsweise in der Weltkarte. Wir sind jetzt kurz vor unserem Ziel. Okay, können wir da jetzt schon durch oder können wir da noch nicht durch? Wahrscheinlich nicht. Achso, doch, ist offen. Du hast betreten der goldene Palast mit ganz vielen Viechern. Ich sehe es schon. So, wir müssen geradeaus durch, dachte ich mir. Das nehmen wir aber noch kurz mit hier. So, da sind noch mehr von den Viechern. Ja, genau. Natürlich kommen direkt alle beide auf mich zu. Ja, ausweichen ist nicht ihre Stärke, selbst wenn sie komplett frei steht. Y ist auch nicht deine Stärke. Ich weiß, ich weiß. Blocken funktioniert auch nicht. Ausweichen funktioniert noch. Na komm her. Jo. Wenn sie denn auf das Ausweichen auch reagieren würde, wäre es natürlich einfacher. Ansonsten ist natürlich der Spruch mit komm her nicht ganz so angebracht. Was bist du denn da hinten? Machst du mich kaputt oder kann ich dich einsammeln? Oh. And so the mysterious guide finally reveals himself. It is I, Boji, apprentice to the greatest sage of Akria. But don't confuse me for just anyone. No, you stand before the first and only disciple of Eri, the great sage. So, you want to leave this valley? Well, that won't be easy.
as you, my fellow adventurer, are now bound to this valley by the stone in your chest, and leaving it like this would be your certain doom. But fear not, there is someone who can remove that connection, though the way to him is long and hard. Beyond that gate waits a trial, your test, to see if you'll be able to make the journey to your savior. But first, you'll have to find a way behind the gate. Many obstacles stand in your way, but I believe you'll prevail over them. Each foe more dangerous than the last before you finally stand before your first trial. The general, the gatekeeper. Only when you best him will the path out of this region open and you'll be able to continue your search. A hard battle, promising only certain death. That is for anyone but you. The very same stone that curses you to stay is the one that blesses you with infinite lives. And for me, it's the tool that makes it possible to revive you again and again, just like I did before. Now that everything... Wait, what the hell are you even talking about? Not being able to leave the valley, and that part about you reviving... Do you mean to say... I died? Exactly. So, now that all questions are out of the way... You don't make any sense. Why should I believe you? A talking... wolf monster! I see you are still riddled with doubts. But you will find my words proven true when you continue on your way. It seems you have much to think over, so I will give you a bit of space. Oh, but don't worry. I won't leave for too long. Now, where was I? Ah, yes. Now that everything is explained, I'm sure you're burning to start your adventure, and I'm not going to keep you. Remember, the fiend behind that gate is your goal. Boji out. Just... what was that? Go to that gate, he said. I suppose it is better than no direction. Ja, das ist doch mal wieder was Neues. Und cool, wer sich dahinter versteckt hat. Jetzt bin ich nur gerade ein bisschen irritiert, weil wir sind ja eigentlich zu dieser Pflanze hingelaufen, die so am Leuchten war. Kann man mit der... Okay, ich glaube, die Pflanze ist einem nicht so wohlgesonnen. Hilfe, Hilfe. Ich habe jetzt leider auch nichts zum Heilen. Das ist jetzt natürlich etwas doof, aber es war zumindest ein Test wert, ob man da rangehen sollte oder nicht. Dann würde ich trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann unsere große Heldenreise in der nächsten Folge weiterführen werden. Hoffentlich für mich auch mit weniger Migräne. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.